Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Und man sieht es bereits, Bestiariumseintrag Fehlgeborene. Dazu kommen wir aber ein bisschen später, denn sonst würde ich mich jetzt wieder ins Vorlesen flüchten. Es ist aber gut, dass wir immer alle Bücher lesen und alles anschauen und so weiter. Das finde ich immer sehr gut. Angewandte Magie, eine Einführung. Apropos Bücher lesen. Haben wir gleich hinter uns. Magie ist die Wissenschaft von der Nutzbarmachung, der Kontrolle und dem praktischen Einsatz der Kraft der Elemente. Sie ist außerdem eine Inkarnation des Chaos, weswegen man sich ohne entsprechende Ausbildung niemals in einer ihrer Domänen betätigen sollte. Professionelle Magier machen die Magie zur Kunst, doch die Straße zur Virtuosität führt durch Jahre der Praxis, des Studiums und der harten Arbeit. Zudem ist eine beträchtliche Menge angeborenen Talents erforderlich. Die Magie gelangte durch die Sphärenkonjunktion in unsere Welt und wurde kurz darauf als lebendiges, veränderliches und kontrollierbares Wesen erkannt. Der Name des ersten Magiers, der dieses Talent in sich selbst entdeckte und Gebrauch davon machte, ist vergessen. Wir wissen jedoch, dass sich nach der Entdeckung der Magie innerhalb relativ kurzer Zeit talentierte Individuen in Gruppen zusammenfanden, um ihre Fähigkeiten fortzuentwickeln. Dieser Zeitraum wird gemeinhin als der Anfang von Magie als Wissenschaft betrachtet, die Gruppen als Urform der Magieschulen. Die grundlegenden Ebenen, von denen magische Kraft bezogen werden kann, sind Erde, Wasser, Luft und natürlich auch Feuer. Der vorliegende Band umfasst zu jeder Ebene ein eigenes Kapitel, geordnet nach Schwierigkeit und Gefährlichkeit des jeweiligen Elements. Und wir beginnen natürlich die Lesung genau jetzt. In den nächsten 75 Folgen. So, hier vibriert es... Oh, Entschuldigung, ich will hier nichts durcheinander bringen. Ich frage mich auch, wofür... Das sind wahrscheinlich so Chemikerkessel, ne, die sie hier haben. Was ist das? Ach, das hat man schon. Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Sieht so aus. Manchmal blinkt es hier so ein bisschen weiß, aber das ist, glaube ich, höhlenspezifisch. Hier müsste es eigentlich rausgehen. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Illusion. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Das dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Illusionen aufdecken. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, gehe darauf zu und drücke in der Nähe A, um die Illusion aufzulösen. Interagieren. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Alter, da stürmt die direkt voran, als gäbe es einen Ausverkauf. So. Irgendwie finden wir, glaube ich, 12 Milliarden Rezepte. Folge Kira. Princess of Power. Wenn sie rechts geht, gehen wir links und umgekehrt. Oh. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Natürlich. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glam! Ist doch klar. Hier finden wir bestimmt etwas. Okay. Wo war der Luftzug, wenn sie jetzt nach links runtergeht? Also wenn es hier rausgeht, will ich hier natürlich nicht hin. Aber wenn sie natürlich in die eine Richtung geht... Ich dachte schon, hier ist gerade eine Alpha-Wand. Das wäre ja... Du solltest mir helfen, Geralt! Ja, entschuldige bitte, ich... Ja, Schatz, ich komme ja schon. Voll der Besen. Ich komme ja... Ich wollte doch nur mal gucken. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Und nun brauchst du meine Hilfe, hm? Ich würde sagen, wir helfen uns gegenseitig. So, wir haben da einen Hund am Fuß, da haben wir keinen Hund am Fuß.
anzünden. Da ist kein Hund am Fuß. Kein Hund am Fuß. Da ist ein Hund am Fuß. Irgendwas haben wir wohl falsch gemacht. Vella Glar! Also kein Hund am Fuß? Gibt's denn hier einen Hinweis auf irgendwas? Hier, eine Inschrift. Ach. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Oh nein, kriegen wir das nicht als... Ich würde das gerne als... muss ich jetzt mitschreiben? Ich hab gar keinen Stift da. Ich habe immer einen Stift und jetzt habe ich die ganze Zeit keinen Stift da. Stift, der Stift antwortet nicht. Was ist das nur mit diesen Stiften heutzutage? Die sind so... Okay, wir versuchen es mal einfach so. Wir können nacheinander... Ich hoffe, die Flammen gehen nicht wieder aus. So, der erste nochmal. Wiederholst du das Rätsel nochmal? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unten... Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Magisch Lampe, ich werde ab und zu mal... Wagt es nicht am Ende zu gehen? Heißt das Ende jetzt nicht hier an der Reihe zu sein? Das ist der mit dem Tier. Der spielt gerade mit seinem Tier. Der hier spielt genauso wie er. Und die beiden halten jeweils... Die halten ihre Hände zwar gleich, aber haben beide so ein Ding in der Hand. Was nicht unbedingt wie Spiel aussieht. Okay. Schauen wir nochmal ganz kurz. Quests. Ciri, du bist aber in der Familie gelegen. Ich erinnere des Waldes. Ist das eine Nebenquest? Magische Lampe, jawohl. Na toll. Ich brauche einen Stift. Na, leck mich doch. Nein, ich kann es hier nicht mal mehr... Was? Rätsel nochmal wiederholen? Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Keine Ahnung. So. Na toll. Ich dachte, das wäre jetzt. Mann, jetzt schlag doch zu, Eumel. Der schlägt aber nicht zu. Er ist schuld, ich nicht. Da dachte ich, wäre jetzt schlau gewesen.
wagt es nicht am Ende zu gehen. Ich denke mal, das heißt dann hier irgendwie, es muss... Es ist keiner von den Äußeren, dachte ich vielleicht. Deswegen dachte ich vielleicht, er hier? Gut, das ist der entscheidende Hinweis. Ich wusste nicht, welcher von beiden. Der zweite neben dem ersten. Okay, jetzt wollen wir nochmal ganz genau hinhören. Jetzt wird's einfacher, klar. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Okay. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Schatten. Warte, gerade ist was passiert. Jo. Bewegung. Jetzt hinter noch. Der Wand da. Was? Das hätte auf jeden Fall richtig sein müssen. Das hätte auf jeden Fall richtig sein. Brennt wie Zunder. Der vierte ist ja nicht neben dem ersten. Ach ja, macht ja Sinn. Ich bin doof. Ich bin einfach doof. Ich habe wieder um drei Ecken gedacht. So. Es hat funktioniert. Jetzt aber. War mein Fehler. War Flüchtigkeitsfehler. Diktat 6 minus. Und das nächste Rätsel mit einer Schwalbe. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Hä? Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginnan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Möglich? Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Das wird nicht so einfach sein. Notizen eines Wissenden. Sind immer gut. Besser als von einem Unwissenden. Tag 3275. Letzte Schlüsse bezüglich der Lampe. Meine Erfahrungen mit der Zauberlampe bestätigen zweifelsfrei, dass durch ihre Verwendung Kontakt mit aktiven Zentren kondensierter Geistesenergie hergestellt werden kann und eine Kommunikation der letzten Erinnerungen des Wesens möglich ist. Die Geistesenergie, die von Lara Dorrens Überresten emittiert wird, ist allerdings völlig inert und dies trotz der gewaltsamen Todesumstände, welche die gewünschte Tendenz doch hätten verstärken müssen. Lara bleibt still. An diesem Punkt erscheinen weitere Nachforschungen zu Lampen, die Kontakt mit den Toten ermöglichen, für meine Zwecke gänzlich unbrauchbar. Mit der Lampe soll man also Kontakt zu Toten herstellen. Entschuldige, also, hallo, ich will jetzt nicht an dir rumfingern, aber... Kavalleriestiefel, juhu! Können wir denn das Zeichen der Möwe nicht magisch berühren? Offenbar nicht, wir können nur gegens Grab springen. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl... Finde einen Weg zur Oberfläche, wir wissen ja wo lang. Ich will nochmal ganz kurz gucken, Inventar... Nein, wo sind die Stiefel? Minus 5! Ja, ist ja erfreulich. Minus 17. Minus 24, minus 36, minus 7... Okay, alles was wir hier finden ist Mumpitz. Aber vielleicht können wir es ja verkaufen. So, ein kleiner Druck auf F5. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit einer Lampe einfach so hier rauskommen. Wir kommen mit der Lampe einfach so hier raus. Schnucki! Fräulein Schnuckmann, bitte kommen Sie. Gehen wir. Bella Glam. So. Oh. Aber es wabert, wie ich sehe. Das heißt, wir können die Hier Wand... Hier hat jemand eine Illusion geschaffen.
Ein Schiff. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Natürlich. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Mist. Ich wollte gerade hinterher stürzen. Keine Ahnung, was dann passiert wäre, aber wir hätten ja gespeichert. Eine Einladung von Kira Metz. Das können wir eigentlich gleich mal machen. Ich würde tatsächlich gerne, was ist das da hinten für eine Ruine? Wir haben hier ein Boot, wir haben da drüben eine Ruine. Bevor ich jetzt hier weiter rumflinse, wollte ich ja sagen. Erstmal ganz kurz gucken, wo sind wir hier überhaupt rausgekommen? Aktueller Standort. Da sind noch zwei Monsterherde. Ach, das sind die aus der Höhle, glaube ich, ne? Die haben wir nicht. Wir sind gerade die ganze Höhle, Alter. Wir sind einmal unter dem ganzen Land hier durch. Was ist das da oben? Irgendein Haus? So, ich würde gerne hier hin. Die habe ich, glaube ich, gesehen, die Insel. Hier will ich noch nicht unbedingt hin, auch wenn das spannend sein könnte. Aber wir haben noch so viel zu tun. Geh doch einfach ins Boot, Junge. Schön in die Nuckelpinne und dann zwitschern wir mal eben rüber zu einer Insel. Jawohl, wir wissen das noch aus der Preview. Hauptsache, wir werden nicht von Harpien angegriffen. Da drüben ist auch. Da ist diese andere Insel, diese große Insel. Huch, vielleicht sollte ich mal richtig lenken. Wenn man die Kamera bewegt, ist das immer ein bisschen schwierig. Ich will aber noch nicht auf die große Insel, ehrlich gesagt, auf diese riesige da will ich noch nicht hin, auf die da. Und wir haben immer noch einen Schatz bei Weißgarten im Wasser. Bei der Weißgarten-Karte gibt es immer noch einen Schatz im Wasser, den wir noch nicht geholt haben. Bei der Garnison. Huch, nein! Nein, was machst du denn da? Immer wenn ich die Kamera verziehe, hör auf! Ja, okay. Sail away, dream your dream. Manchmal, wenn hier so Wassergeräusche sind, habe ich das Gefühl, dass gleich ein Angriff von unten kommt. Ich würde auch gerne rein- und rauszoomen können mit der Kamera, das wäre auch toll. Wenn man noch weiter rauszoomen könnte manchmal oder auch noch weiter reinzoomen, einfach um so ein paar epische, weißt du schon, ne, so ein paar epische Momente noch hinzukriegen. 12.15 Uhr und es ist klar. Es ist gerade mittags und es sollte gerade klar sein, aber hier ist gerade alles neblig. Das heißt, entweder liegt es am Wasser, dass das hier Wassernebel ist, oder wir sind hier gerade in Gefilden, in denen wir vielleicht gar nicht sein sollten. Ich wollte aber unbedingt die Insel hier abchecken. Weil ich gerade die Ruinen gesehen habe und wann kriegen wir die Gelegenheit? Außer in den nächsten 5000 Folgen. Irgendwas Gefährliches hier? Nein. Einfach... Oh! Versteckter Schatz. Rumsti-bumsti. Hopsa. Na, ja, das war so klar. Yeah.
Wasser! Kommt her, ihr Trunkenen! Oder bleibt doch einfach weg! Wir können jetzt eigentlich wegsegeln, aber... Uah, hallo! Er hört nicht auf zu gleiten. Wir sollten auf gar keinen Fall ins Wasser. Because that's the home element of the Trunken. Alter, da stürzt immer dazwischen. So, Freunde, das war's. Ich meine natürlich wohl an, ihr Schergen. Mal ein bisschen Feuer hier, warum das auch immer nicht brennt. Und hier ist offenbar jemand zu Tode gekommen. Hier auch. Blutgeschmierte Notizen. Versunkene Truhe. Oh, hör auf. Da bin ich ja ganz ohr. Wo ist die Questgegenstände? Da, ne? Blutbeschmierte Notizen. Erinnerung für mich selbst. Kleine Insel mit Ruinen oder einer Brücke aus roten Ziegeln, das ist der Ort. Es sind noch Spuren von einem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkenen Ruinen durchkämmen müssen. Dort ist eine Truhe zu sehen. Wenn wir schon mal da sind. Hirn nehme ich gerne mit. Boah, wie cool. Oh, wie uncool. Das Problem ist, dass wir uns hier natürlich gar nicht wehren können. Es sei denn, ich guck mal ganz kurz, aber das würde Ewigkeiten dauern. Haben wir Fernkampfwaffe mal ausgerüstet? Krass, das war's? Ein Schlag reicht? Das ist ja geil. Nein! So, ich sollte nur langsam mal wieder auftauchen. Andere Richtung. Da schwimmen sie schon. Okay. Wenn ein so ein Ding reicht. Toll, da tauchst du auf und bist genau bei diesem nackten Arsch, bei diesem nackten Froscharsch. So. Hier soll irgendwo die Truhe sein. Nein, hör auf! Ist gut! Das sieht nach einer Truhe aus. Dithven, überlastet! Nein! Na, ich hoffe mal, das wird sich jetzt nicht negativ auf unser Tauchdingens auswirken. Da ist noch eine Truhe! Hör auf! Nein, ist keine Truhe, ist nur ein Schatten. Oh, wir müssen dringend auftauchen. So. Das war erfrischend. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, bevor ich das vergesse wieder. Huch, nein. Was haben wir denn jetzt? Oh, 3 Sockel plus 13. Oh, hoho. Silberschwert. Nice. Gefällt mir gut. Das hier müssen wir wieder entsockeln mit dem Chance auf Einfrieren. So. Schneller schwimmen geht gerade auch nicht, weil wegen überlastet. Das heißt, wir müssen... Die große Insel erkunden wir später. Auch wenn ich das sehr gerne jetzt machen würde, aber da sollten wir mit leerem Inventar, also mit leeren Taschen hin und mit vollen zurück. Das ist das Optimum. So, und wir haben 3 Sockelmöglichkeiten. Das heißt, wir werden gleich auf Plötze steigen. Jetzt erstmal wieder irgendwie zurück hier. Irgendwie. Wir werden gleich auf Plätze steigen und dann werden wir den Weg zurück antreten.
Okay, die Level 10 Viecher können wir also einfach im Ozean wegballern. Das ist super. Das heißt, wir können uns den anderen versunkenen Schatz auch noch holen. Den Beweisgarten da hinten bei der Garnison, bei den Nilfgaardischen. Das ist perfekt. Oh, es ist so wunderschön. Ich freue mich sehr. Und hier sieht es gerade so trübe aus einfach. Und ich würde gerne drüben rüber, aber wenn wir jetzt überlastet sind, macht das einfach gar keinen Sinn. Und ich möchte auch nicht einfach alles wegschmeißen. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht. Wir wollen natürlich mit dem, was wir gefunden haben, andere Menschen einfach unterstützen. Auch natürlich andere Elfen, andere Rassen, generell andere Lebewesen unterstützen. Wir tun es für die Weisen und Halbweisen in diesem Land, tun wir das. Werden wir alles bei Händlern verkaufen und dann können nämlich die Waisenhäuser können es bei Händlern einkaufen. Wir schaffen Vorräte in diesem Land. Es ist einfach so selbstlos, diese Reise. Ach, es ist einfach schön, es ist einfach schön. Ich weine gleich. Hätte mir nur ein bisschen besseres Wetter gewünscht hier. Sieht irgendwie so unepisch aus gerade. So, ist auch schon gleich da. Finde die Hütte des Weidelers. Ist das ein Hinweis auf den roten Baron? Oder sollen wir vorher nochmal kurz zur Mutti flitzen? Hier zur... Wie heißt sie? Zur Kaira, Kira. Wollte ich gerade Mareike sagen. Weiß gar nicht warum. Vielleicht Mareike Amadu. So, da ist der Höhlenausgang. Da haben wir das Schiff gefunden. Ich würde es auch erstmal gerne wieder dahin legen. Ablegen. Unterlichtet sich auch der Nebel. So, rumsti-bumsti. Angelegt. Und ausgestiegen. Plötze! Natürlich! Ist ja logisch, von wo soll Plötze auch sonst kommen? Das ist doch unglaublich. Du kleines Wunderpferd. So, Weltkarte. Wo wollen wir von hier aus hin? Aktueller Standort des Spielers. Vielleicht können wir mal hier irgendwo gucken. Ich weiß nicht genau, was es da gibt. Offenbar gar nichts, so wie es da aussieht. Es sieht sehr verfallen aus. Da ist ein Hafen. Da gibt es doch bestimmt irgendwas. Naja. Was ist los? Dann kommen Sie mal, Plötzmeister. Plötzmaster Fresh. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Ich mag das einfach so querfeld einzureiten, ist so schön. Vor allem auch nach der Höhle hier wieder. Halt! Was ist das da unten? Los, lauf! Da ist irgendein Symbol. Oha, Plötze. Wir sind überlastet. Und neugierig. Das ist eine schlechte Kombination. Hier ist irgend so ein Strudel. Aber ich glaube, der ist im Berg. Kann das sein? Hier muss eine Höhle drunter sein mit irgendeinem Strudel oder was auch immer das heißt. Bestimmt ein Apfelstrudel. Hopsa. Na gut. Haben wir den auf der Map eingezeichnet? Jetzt wahrscheinlich nicht. Aktueller Standort. Halt, nein, ich will reinzoomen. Wo sind wir denn? Um Gottes Willen. Mittelhain ist da oben, wir sind jetzt hier unten irgendwo und ich will jetzt da runter. Ist nicht unbedingt eine tolle Idee. Versteckter Schatz. Den haben wir doch schon. Der ist doch schon eigentlich gelöst. Los. So, wir reiten mal zu dem kleinen Dörfchen. Eigentlich müssten wir jetzt nach Norden reiten. Ciao. So, überladen will ich nicht unbedingt gegen Wölfe kämpfen. Hey, wir reiten doch. Wir reiten doch nach Norden. Vielleicht besser so. Wir müssen nicht unbedingt jedes Dorf jetzt sofort erkunden, auch wenn wir es... Langsam. Auch wenn mir das natürlich selber sehr viel lieber wäre. Oh, wie schön das hier ist. Ich will hier einfach die ganze Zeit. Jetzt würde ich gerne absteigen und irgendwo Himbeeren pflücken. Ich bin so hoffnungslos. Okay, ganz kurz. In welche Richtung sind wir jetzt geritten? Aha. In genau die falsche. Was ist denn mit Duinhen? Ein religiöser Ort.
Ich reite mal nach Mittelhain. Da steht mir gleich der Kittelfein. Hannibale, hey! Direkt hier vom Dorf? Nein! Los, auf ihn! Ich reiß dir die Fresse, Stücke, Mutant! Wes? Wir kommen später nochmal wieder. Oh! Offenbar haben die Kannibalen hier ganze Arbeit geleistet. Wir sind leider gerade überladen. Wie kommen wir denn zurück? Einfach abseits vom Wegesrand. Wir werden sie alle umbringen. Wir werden sie alle abschlachten und hinterher aufessen. Ich hasse Kannibalen. Die sind so widerlich. So, da ist der Stall. Langsam, langsam. Da hinten sehe ich einen Wolfsrudel und hier ist... Ich muss wissen, was auf dem Zettel steht. Ich kann nicht weiterleben, wenn ich nicht weiß, was da steht. Reisende, Vorsicht, Piraten! Ihre Lager haben die Küste befallen wie tödliche Pusteln. Ein wohlmeinender Bürger. Na gut, das haben wir schon mitbekommen. Ciao, ihr Krähen! So ist gut. Ein Reit. Was macht er denn? Muss nur ein neumodischer Tanz sein. Halt! Hier sind wir noch im Mittelhain. Komm schon, Plätze. Ah ja, richtig. Sprach eine Alte zur anderen? Langsam, sei mir ja langsam. Nicht böse. Ich schieb dir ein Rechen in die Möse. Ja, warum komm auch schon, nicht? Plätze. So ein Rechen ist bestimmt sehr angenehm. Das ist unfassbar. Verzaubert sie, ich sag's euch. Sie saugt ihnen das Leben aus dem Körper. Seit mein Mann bei ihr war, sitzt er nur noch draußen und stochert sich in den Zähnen rum. Bei gar nichts hilft er mehr mit. Aber warum? Warum? Obwohl vielleicht... Ob die Hexe die durch... Vögelt, wenn ich es mal so sagen darf. Schon mal Baumrinde gegessen? Ja. Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Ja, ja. Mit der einen. Das wussten wir. Okay, was anfertigen oder vielleicht erstmal ein bisschen was verkaufen. Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. Nein, hier. Puh. Das rostige Skelliger-Schwert, Stufe 1. Minus 30. Gibt nur 8 Ohren. Ein sockelbares. Na, 35 immerhin. Minus 24, minus 36, minus 37, minus 22. Das hier muss richtig fett was bringen. Aber ich will erstmal das Ding da entsockeln. Minus 31. Minus 5. Minus 3. Minus 2. Einmal sockelbar. Rüstung, minus 2. Minus 1. Vielleicht hätte ich die andere. Ist auch egal. Komm. Scheuklappen. Oh, Scheuklappen. Wusste ich gar nicht. Wann habe ich nie bekommen? Ich achte gerade nicht mehr so richtig drauf. Handwerk. Reparieren, Verbesserung entfernen. Hier kannst du Verbesserungen und Runensteine von deinen Gegenständen entfernen lassen. Beachte jedoch, dass Verbesserungen und Runensteine... Nein! Nein! Ich will ihn nicht zerstören. Der ist super. Gerade der. Deine Gegenstände werden... Wenn du einen Gegenstand auswählst, wird er angezeigt, mit welchen Verbesserungen. Achtung, wenn du deine Auswahl... Werden alle Verbesserungen entfernt. Ah, da fand ich das bei Amalur besser tatsächlich, dass man sich aussuchen konnte, dass entweder der Gegenstand oder der Dingens zerstört wird. Da musste man sich entscheiden. Scheiße, man das einfrieren. So bringt uns das ja gar nichts. Also bringt schon was, wenn wir bessere Sockelungen kriegen, aber naja. Scheiße, naja, egal. Handeln. Wir kriegen nochmal eine Chance. Dieser Händler hat nicht... Wäre ist ja unfassbar. 63 Ohren Ishii. Das muss er wohl hinkriegen. Morana. Chance auf Vergiften ist auch gut.
Chance auf Vergiften können wir gerne mit einfügen. Achso, hätten wir vielleicht nochmal... Ich möchte etwas anfertigen lassen. Hätten wir gerade mal gucken können. Assassinenhandschuhe bringen nochmal plus 22 Rüstung. Anforderung, aber benötigte Stufe 12. Ja. Kacke. Fährtenleserhose plus 5. Benötigte Stufe 9. Jägerhose minus 11. Der Gambeson minus 3. Der Kürass plus 72, aber ab 16. Ach, Mann. Magischer Gegenstand ab Stufe 8. Rüstung plus 32. Ach, seufz. Jägerstiefel minus 7. Manchmal ist es doch traurig. Irgendwas zerlegen lassen? Aber die Waffen haben wir jetzt alle. Silber, Bernstein, ja, weiß ich nicht. Was mit dem Schlüssel? Eisenerz, unglaublich. Monsterhöhlen und Monsterblut, lalala, durchdrungener Staub, aber dann behalte ich die mal, die Glyphen mal lieber mit den Bachen, lalalala, lalalala. Verwesendes Fleisch. Kann ein Händler verkauft? Also verwesendes Fleisch bringt uns eh nur was für Asche, wie es aussieht, kostet einen. An Händler verkauft, puh, müssen wir mal gucken. Okay, leb wohl. Bis dann. Hey, schieb mich nicht weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, unser Inventar ist auch so schon ganz schön voll, ne? 71 von 90, weil wir so viel Krempel mit uns rumschleppen, vor allen Dingen Bücher und sowas. Können wir denn nicht irgendwie eigene Kisten anlegen? Nein. Benutzen. Gegenstände wurden aufgewertet, 15 Minuten lang verbesserte Rüstung. Vielleicht ganz gut gegen die Kannibalen. Und wir haben da hinten noch weitere Quests. Jetzt können wir da ja mal drauf gucken gerade. Bleibt weg von den Nilfgaardern. Ich werde alle Flittchen kahlscheren, die sich mit den Nilfgaardern einlassen. Und die Glatze wird der Welt von ihrer Schande künden. Außerdem werde ich jedem Händler, der mit den Schwarzen Geschäfte macht oder ihnen Dienste feilbietet, das Gesicht neu gestalten. Ein Patriot. Finger weg von meinen Eiern. Wen auch immer ich dabei erwische, dass er mir Eier aus dem Hühnerstall stiehlt, den haue ich mit der Axt in zwei. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Winzelaus. Rosser. Gute Leute, hört nicht auf den Weideler. Als unsere Rosser krank wurde, hat er uns geheißen, sie auf ein Kiefernbrett zu legen, in den heißen Backofen zu stecken und dreimal bis 12 zu zählen. Als wir sie rauszogen, war sie verbrannt und wir mussten die verschmorten Überreste begraben. Aber der Weidler hat sich geweigert, uns die drei hartgekochten Eier zurückzugeben, die wir ihm gegeben hatten. Er hat gesagt, er hätte sie schon gegessen. Wolfram und Annette. Okay, das ist wirklich nur Dummheit. Das ist wirklich nur Dummheit. Okay, keine Katzen essen. Gute Leute, esst bloß keine Katzen. Das bringt furchtbares Pech. Neulich habe ich aus unserer Katze eine Suppe gekocht und am nächsten Tag habe ich mir den Knöchel auf dem Feld verstaucht. Es ist nur zu wahr, wenn es heißt, dass Katzen voll böser Magie stecken, mit Hexen kopulieren und Rache aus dem Grabe suchen. Eure Ellie. Auftrag. Hanna aus den Wäldern. Hört, hört. Irgendeine Teufelsbrut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Der alte Willi schwört beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht alleine in die Felder und nehmt immer eine Sense oder Forke mit. Wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Euer Balko, wie ihr wisst, bin ich der Älteste von Mittelhain. Ruhe bei Dunkelheit. Passt auf, dass ihr nicht nach Einbruch der Dunkelheit draußen herumläuft oder unnötigen Krach macht. Bedeckt die Fenster, wenn ihr Kerzen anzündet. Werft keine feuchten Äste ins Feuer, die qualmen würden. Wir haben genug Ärger im Dorf. Wir wollen uns nicht noch mehr einhandeln, ja? Sagt euer Bolko, wie ihr wisst, der Älteste im Dorf. Neue Markierung, nicht erkundeter Ort. Hanna aus den Wäldern. Sprich mit dem Dorfältesten von Mittelhain. Das können wir ja vielleicht auch nochmal machen. Wo ist denn der? Ah, da, der wohnt ja gleich. Siehst du meine Muskeln? Nein. Wie wär's, wenn mein Mann und deiner sich in diesem Handwerk versuchen würden?
Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Sprach eine Alte zur anderen, sei mir ja nicht böse, ich schieb dir ein Rechen in die Möse. Ach ja, da haben wir es ja wieder. Okay, wir wollten zum alten Mann. Und ich wollte übertrieben langsam gehen. Einfach nur aus einem Grunde. Weil jetzt natürlich der Endscreen kommt, es war doch klar. Guck mal auf die Uhr. Ich denke, da kann man auch ruhig mal langsam vorangehen. Naja, und wir haben ja viel geschafft. Wir haben die Höhle abgeschlossen, wir waren auf der kleinen Insel, wir haben einen Schatz geborgen. Wir haben noch weitere Quests ohne Ende bekommen. Ich habe das Gefühl, es werden irgendwie auch immer mehr Quests und gar nicht mal weniger. Immer wenn wir eine Quest abschließen, kommen dafür drei neue, habe ich das Gefühl. Was aber ehrlich gesagt, was ich ganz gut finde, muss ich ja sagen. Ich gebe es ja gerne zu. Ich hoffe, wir werden noch möglichst lange das Vergnügen haben. Spätestens dann, ähnlich wie bei Amalur, wenn es weniger Quests werden, so langsam und man alles abarbeitet, man weiß, es geht gegens Ende entgegen, dann gehen die Mundwinkel eher so Richtung Süden. Aber jetzt momentan können wir noch ganz weit Richtung Norden strecken. Ich freue mich drauf. In der nächsten Folge reden wir mit Volko, dem Dorfältesten. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht auch mal die gute Kira besuchen. Die gute Kira besuchen, denn die will uns ja nochmal treffen und vielleicht, ne, vielleicht, man weiß es ja nicht. Ich bin gespannt, was die Dame von uns will. Vielleicht nimmt sie ja wieder ein Bad und wir müssten das auch mal tun. Ganz selbstlos natürlich. Bis dahin aber vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.